Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Let's Play Mystery of the Ancients, where die drei Wächter. Ich wollte gerade sagen, Mystery of the Ancients, where Angels cry, ja. Nettes Spiel, ne? Kennt ihr alle. Na, was haben wir hier? Da hat jemand beide Himmelskörper entfernt. Nein, nicht beide. Hier kann man. Das sieht genauso aus wie mein Amulett, aber ist kaputt. Das ist kein gutes Zeichen. Hier muss ein Eulenemblem gewesen sein. Das Fuchsemblem fehlt und das Bärenemblem fehlt. Jetzt müssen wir das nicht nur noch für unsere kleine Scheiße suchen, sondern auch für die große Scheiße. Das ist ja echt wunderherrlich. Ach, der Turm brennt. Oh nein, nicht mit bloßen Händen. Das wird nicht funktionieren. Centurio. Ach, noch ein... Klasse, noch ein Stück. Habe ich gar nicht gesehen. Das Schwert kriege ich da nie im Leben raus, es sei denn, vielleicht können ja die Termiten das Holz und den Klinger ein bisschen abfressen. Okay, das war jetzt mal ein sehr eindeutiger Hinweis. Los, Termiten. Klar, das Holz haben die in Sekundenschnelle weggehauen, den blöden Stock verschonen, die ist klar. Schwert. Es kommt ja noch da. Woanders hin. Hier ist uns mit den Himmelskörpern. Wir gehen mal weiter. Och, nicht noch einer. Oh. Schon wieder ein Golem. Ich hoffe, dass mich das Amulett auch dieses Mal nicht im Stich lässt. Oh. Das ist sehr einfach. Das kommt dahin. Das hier kommt dahin. Das da ist davon ein Teil. Das ist das Bein hier. Das hier ist ein Stück vom Schwanz. Das ist das andere Bein. Das ist ein anderes Stück vom Schwanz. Das ist... Okay, nee. Das Teil ist falsch, deswegen passt das nicht. Das Teil... Ach, das ist hiervon, okay. Das kleine Teil muss ich hinterher gucken, wo das hinkommt. Weiß ich nämlich gerade nicht. Das kommt hier hin. Ich sehe gerade, wo das hin muss. Das kommt dahin. Das kommt hier hin. Dann da die Hand. Okay, das war billig. Billig, willig, Lidl, hat mein Erdkundelehrer mal gesagt. Nimm das. Feuerbälle. Voll ins Gesicht. Ha, siehst du, so leicht bin ich nicht zu stoppen. Ich nehme mal an, da fehlt dein Ventilrad. Also nimm du mal an. Hier fehlt ein Fisch. Ich hasse dich. Eulenfigur. Uff, mit den Händen kann ich das nicht hochheben. Mit dem Schwert. Natürlich nicht. Wäre ja zu einfach. Ich meine, so Hebelwirkung und so kennt man nicht, ne? Ey, jetzt wollen sie es aber wissen mit den Teilen hier, ey. Jetzt findest du ja jeden Meter so ein Scheißding. Hä? Bin ich irgendwie doof? Kann ich mehr zählen. Nein, oh. Meine Güte. Hallo, was mache ich denn? Jetzt bin ich aber unkonzentriert hier. Das gibt's doch nicht. Ich begehe den gleichen Fehler 50.000 Mal hintereinander. Dahin. So. Jetzt machen wir es mal richtig, ne? Nicht so unkonzentriert. Das macht auch... Sowas von überhaupt keinen Spaß. Es ist einfach langweilig und nervtötend. Was ist das denn?
Eine Eidechse. Eidechsenemblem, yay. Wie komme ich bloß an die Schachfigur? Schlag das Glas ein. Schlag das Glas ein. Oder auch nicht. Ich hasse die. Da fehlt ja der Fisch. Was ist hier? Hier haben wir einen Engel. Ach, der muss noch auf irgendeine Waage. Ach, ein Brecheisen. Was fehlt hier? So etwas richtig Schweres hängen. Das Brecheisen können wir ja direkt hier verwenden. Bitte schmeiß es nicht weg, danke. Großer Eulenkopf. Ach, der muss, hier rein. Macht der Erde. So, dann gehen wir mal auf die Karte. Im Innenhof können wir noch was machen. Gab es denn hier noch? Hier hat jemand die Himmelskörper entfernt. Können wir mit dem Brecheisen an den Knochen kommen? Mal gucken nachher nochmal. Hier können wir noch was machen. Ach ja, hier. Hier war das. Und noch zwei Figuren. Oh, du willst mich irgendwo verarschen. Ah, da ist aber noch was. Ach so, ah, okay. Dämon und Centurio sind auch solche Figuren. Ja, hier, anklicken, tauschen. So. Na, jetzt sind die viel schwerer. Ändert sich gar nichts am Gewicht, ja, denn die wieder zu schwer. Das, was ich hier rauf tausche. Dann ebenso. Ganz ehrlich. Oh, da kommt Bärchen rein, da kommt Füchschen. Hier noch gemacht werden. Innenhof, kann ich damit irgendwie die Teile hier zerstören? Hier nicht mit bloßen Händen, mit dem Schwert, mit dem Brecheisen, mit der Eulenfigur. Was ist denn hier noch was? Verstehe ich nicht. Okay. Zeig's mal. Ach so, oh. Ich kann die dann aufmachen. Was sollte ich das denn wissen? War für mich jetzt nicht ersichtlich. Was? Bulle alle
Sonnen in das obere und alle Monde in das untere Feld. Bewege die Abtreibung in der Mitte, um den gewünschten Himmelskörper durch die Öffnung gleiten zu lassen. Was? Nein. Nein. Hä? Ja, komm. Die kann durch. Der Mond kann durch. Nein, geh doch da durch. Oh, wir sind ja wohl verarschen. Oh, wie nervig ist das denn? Du bleibst da oben. Du auch. Oh, hallo. Der Mond soll hier runter. Genau. Und die Sonne einfach... Nein! Das wäre so schön gewesen. Oh, diese blöde Sonne, ey. Genau. So, dankeschön. Da ist noch ein grüner Kristall. Oh, ein Stück fehlt noch. Das ist die andere Hälfte der Eulenfigur. Ich muss das Wachs abkriegen. Brechstange. Nein. Ist natürlich klar, dass das nicht geht. Ich hätte doch mal vorlesen können, was da steht. Ich sollte, musste das Ding erst an der Tür anbringen. Ein cleveres Versteck, aber natürlich abgeschlossen. Ich brauche einen Schlüssel. Habe ich nicht. Habe ich nicht, will ich... Oh, nicht schon wieder. Was soll das denn? Ey, meine Güte. Nervt euch das auch so oder nervt nur mich das? Ich kann diese blöden Dinger gar nicht mehr sehen, ey, ganz ehrlich. So ein unkreativer Scheiß, ganz ehrlich. Was hast du in Kindermalbüchern? So, oh mein Gott. Ich habe es geschafft. Das war so schwer. Hätte es beinahe nicht für möglich gehalten. Aber wir haben bald das Amulett voll, ne? Also in der Hinsicht ist das ja schon geil. So, rechtes Geweih. Ja, mach das doch. Oh, mach es eben nicht. Das war knapp. Aber wenn Steven mich daran hindern will, durch diese Tür zu gehen, bin ich auf dem richtigen Weg. Ja, dann mach doch die Kette da. Oh. Wie so doof, dass es weh tut. Hilft es, die Kette da dran zu machen? Ich lasse sie lieber unten. Oh, jetzt kommt der nächste Fluch. Es ist so ein Pflanzenfluch, Kacke. Es gibt doch nicht noch einen Fluch. Die Entwickler werden unkreativ. Ach, Wimmelbild. Wimmelbild, Wimmelbild. Was ist das? Meißel. Jetzt machen wir auch Mais? Nein. Haben wir hier fehlen Schaltflächen. Meißel aufmeißeln. Ich glaube nicht, dass das so funktioniert. Da haben wir einen Keiler. Sehr freie Interpretation eines Keilers. Verschlossen. Oh. Auf einer Feder. Haben wir da den Lux. Da mit dem Meißel. Streichhölzer. Kann man denn die Streichhölzer jetzt brauchen? Was muss man denn hier noch anzünden? Schlüssel und Leim. Ach, die Kerze.
4. Geht die Kachel auf? Ja, ach, Memory wird das. Une Memory. Verschlossen. Kann ich Uhren viel aufmachen? Nein. Wieso habe ich eigentlich das Gewicht nicht schon längst genommen? Hä, ich habe da aber doch bestimmt schon mal drauf geklickt. Das ist der Schlüssel. Machen wir hier mal eben auf. Da kriegen wir Ari. Ja, das wird ein Memory. Info, decke je zwei richtige Paare auf. Na, immer noch nicht. Okay. Das Einhorn hatten wir auch noch nicht. So, die zwei hier schon mal. Das hatten wir doch hier. Nee. War das hier? Genau. Greifen haben wir auch nicht. Das Telefon geht. Achso. Das hier hatten wir da. Das war ein Greif, genau. Oh, wartet mal eben. So, wieder da. Anruf war sogar für mich. Jetzt weiß ich natürlich nicht mehr, wo wir aufgehört haben. Okay, das war richtig. Das nicht. Die beiden hier gehören zusammen. Dann die zwei. Und da haben wir Leim. Leim? Schon wieder Bienen. Ich sollte wahrscheinlich nicht mit bloßen Händen nach den Bienen schlagen. Mit dem Brecheisen. Natürlich nicht. Mit dem Geweih, mit dem Schweren, mit der Trillerpfeife. Ach, du bist doch doof. Feuersymbol. Schwertstück. Schlossen. Schlüssel. Scheiße. Will ich da hoch? Ich will da nicht hoch. Es scheint, jemand konnte das Gemälde nicht leiden. Es ist ja förmlich in Fetzen gerissen. Ja, interessiert mich doch nicht. Ach, das Seil. Das konnte ich nehmen. So, jetzt mal wieder bitte eins nach dem anderen hier, ne? Also, das wird mir gerade wieder zu viel. Aber wo kann ich was machen? Gehen wir mal zurück. Erstmal hier unten. Kann ich Leim hier draufklatschen? Ja. Gut, dass ich das gemacht habe und noch gar nicht die nächste Eulenstatue habe. Bin ich hier schon fertig. Was kann ich hier machen? Schwert zusammensetzen. Und mir fehlen noch Stücke. Das Schwert kann schon mal hier rein. So, fehlen noch zwei Schwerter. Ja, hallo, ich will zurück. Danke. Kann ich aber immer noch was machen. Kommst nicht aus dem Loch, nicht wahr? Keine Sorge, ich hol dich da schon raus. Oh, wie guckt. Oh, die hier, komm, halt dich an dem Seil fest, kleine Maus. So, und ein Knauf. Stehst gleich, wenn Leute Angst vor Mäusen haben. Zuerst muss ich die Klinge des Schwertes zusammenfügen, dann muss ich das Heft aufstecken, dann den Knauf befestigen und zum Schluss den Griff mit Leder umwickeln. Das klingt doch gar nicht so schwer. Dann eben so. Und Leder. Perfekt, die Klinge ist jetzt wieder ganz. Jetzt sollte ich das Heft aufstecken. Unglaublich, das Schwert muss verzaubert sein.
Boah. Hier kann ich aber immer noch was machen. Zwar und zwar und zwar. Ah, Feuersymbol. Welche ein Feuerzeugs? Bin ich hier fertig? Hier unten werde ich, glaube ich, gar nichts mehr machen müssen. Dann gehen wir mal in den Burgsaal. Hier können wir die Kerzen anzünden. Dann haben wir hier den halben Eulenkopf. Mit dem heilen Eulenkopf geht's nach hier hin. Nach hierhin. Da haben wir die Eulenfigur. Die können wir dann auch alle hier draufsetzen. Minispiel. Ach so, die haben so Formen da drauf. Das sehe ich jetzt erst. So. Die ohne alles kommt dahin. Die mit den Dreiecken kommt dahin. So. Ach so, da steckt noch ein Schwert. Mit dem Schwert können wir wieder hier reingehen. Hä, wo sind wir nochmal reingegangen? Das war auch da, genau. Bin so doof. Bin ja gar nicht durch den Haupteingang rein. Zier dir die Verzierung. Sieh dir die Verzierung an den Schwertern genau an und hänge diese dann an die richtige Stelle. Das dahin, dieses dorthin, dieses dahin, dieses dorthin. Einmal die hier tauschen. So. Jetzt haben wir hier eine Greifzange, ein Meißel. Mit der Greifzange können wir den Hundeknochen Reifen. Ach so, eins von zwei, oh nein. Dem Meißel können wir das hier aufmeißeln? Nein. Da kann ich überhaupt nichts machen, wo ich gerade bin. Hier noch was machen. Fleur-de-Lys entfernt. Ach, da oben. Mit dem Meißel und dem Brecheisen. Noch ein kräftiger Schlag mit dem Hammer. Das war es hier schon im Innenhof. Können wir auch noch was tun? Was ist denn? Ist hier irgendwo ein Geweih hin? Ach, ein neues Wimmelbild. Ach so, Hammer. Eine Flöte, die war hier. Brief müssen wir was für tun. Man gewöhnt sich einen Brieföffner. Uhrzeiger. Okay. War ich jetzt auch? Keine Ahnung, wie. Brauche ich eine Heugabel? Nein, eine Schlange. Sehe Frösche, aber keine Schlangen. Ach, da. Kerzenhalter, 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 Kerzenhalter ist da. Eine sehr beliebte Mordwaffe in sämtlichen Krimifilmen. Drei Kleeblätter. Noch ein? Dachte, ich hätte drei. Na, wollen wir noch ein Kleeblatt? Da haben wir eine Perle. Marionette, die haben wir da. Eine Falle. Korkenzieher und ein Panzerhandschuh. Haben wir den Korkenzieher. Brauchen wir noch ein Kleeblatt und ein Brief. Okay, wir brauchen nur noch den Brieföffner. Ach nee, das Kleeblatt hat jetzt auch irgendwie gezählt, das letzte. Ach, da ist der Brief. So, Hammer. Nein.
Oh nein, es sieht nicht gut aus für die Wächter. Ich muss mich beeilen. Schissel. Finde ich jetzt nicht so gut. So. Draufhämmern. Bärenkopf. Form einer Rose. Im Namen der Rose. Nein, keine Ahnung. So, hier Bärenköpfchen. Ich schaffe auch keine Aufnahmen mehr ohne Unterbrechung. Fällt mir gerade mal so auf. Wie immer, aber unterbrochen werde ich immer. So, hier kann ich jetzt was machen im Burgsaal. Brauchen die Hündchen hier irgendwie Knochen? Ne, aber die ja bestimmt. Genau. Oh, Schande, das war knapp. Ja, genauso knapp wie dieses Folgenende. Perfekt, jetzt kann ich mich endlich im nächsten Stock umsehen. Ja, aber nicht mehr dieses Mal. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn es wieder als Let's Play Mystery of the Ancients, die drei Wächter, und bis dahin, macht's gut.